habe ich trotzdem immer noch diese Rechtschreibaussetzer. Dieses, du schreibst, also quasi dieses, du schreibst was, kennt ihr das vielleicht? Und du bist dir unsicher mit der Schreibung und du guckst dieses Wort an und schreibst es nochmal mit einer anderen Schreibweise und du bist dir unsicher und du fokussierst dieses Wort so lange, bis du an dir selbst und an deiner gesamten Existenz zweifelst. Kennt ihr das Gefühl? Du guckst es an und denkst so, das kann doch nicht wahr sein, dass ich das jetzt, ja, oder? Ich wollte unter eine Grußkarte schreiben, schön, dass ihr da wart. Stefan, ganz einfach. Schön, dass ihr da wart. Ja? Und ich wusste nicht mehr, wie man wart schreibt. Für eine Millisekunde, ich dachte, ich werde wahnsinnig. Ich gucke dieses Wort an, wart, ich fokussiere das richtig und denke, ja, und irgendwann streiche ich es einfach durch und habe hingeschrieben, schön, dass ihr da gewesen seid. Ja, einfach so, zack, so, und dann war es auch gut. Ja. Ja, und dann hatte ich das gleiche Problem mit seid. Ne? Da war das gleiche Problem mit seid da und dann habe ich auch durch, habe ich aber irgendwie ein Smiley hingemacht, irgendwie Hashtag YOLO, gönn dir. Ne? Und dann